Sadie, ich sag das jetzt mal ganz platt. Wir spielen am Sonntag gegen Dynamo Dresden 3-1 und verlieren hier heute 4-0. Wie passt das zusammen? Eigentlich gar nicht. Also wir haben uns sehr viel vorgenommen. Nach dem Sieg in zu Hause gegen Dresden hatten wir einfach ein richtig gutes Gefühl. Wir hatten gute Stimmung in der Mannschaft. Die wollten wir eigentlich heute mit ins Spiel nehmen. Kassieren Kack-Gegentore, die uns dann auch einfach irgendwie in den Situationen auch killen. Wir waren eigentlich am Anfang, fand ich, ganz gut drin, aber wir spielen es auch nicht zu Ende. Wir kommen einfach nicht zum Torabschluss und das ist auch das, was wir uns vorwerfen müssen. Fantastischer Support wieder von den Fans und da ärgert mich das eigentlich am meisten, dass wir uns da, dass wir sowas auf den Platz bringen, einfach auch eine 4-0-Niederlage hinnehmen müssen. Für unsere Zuschauer, die einfach so einen weiten Weg auf sich nehmen. Du hast es gerade angesprochen, das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen und ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, dass ich stand jetzt gerade mit vorm Blog, ne, ein paar Fotos von dir gemacht, so was einen dann am meisten annervt. Die fahren 1300 Kilometer für uns, bringen ihren super Support auf die Bühne und dann kannst du nicht mal zusammen feiern, sondern musst dir noch so ein Ergebnis betrauern. So, wie fühlt sich das an? Ja, ist einfach scheiße. Du guckst ja auch in die Gesichter, die muntern uns alle auf. Das ist einfach fantastisch, was die Fans im Moment machen. Aber wir wollen denen auch was zurückgeben und klar haben wir zu Hause gegen Dresden gewonnen, was auch den Fans riesen Spaß gemacht hat, aber wir wollen auch auswärts mal die Reise auch belohnen, die Fans auf sich nehmen. Jetzt haben wir ja Reise belohnen nicht die Chance, aber die Chance vielleicht wieder an der Hafenstraße zusammen zu feiern, schon in 3 Tagen. Woran richtet man sich jetzt auf? Ja, wir müssen als Mannschaft einfach in der Kabine eine gute Stimmung weiterhin haben. Wir müssen mutig Fußball spielen. Wir dürfen dann nicht jetzt irgendwie uns verpissen und irgendwie unser Selbstvertrauen verlieren. Weil das hat uns gerade, fand ich, die ersten Spiele brutal stark gemacht, dass wir mutig, attraktiv Fußball gespielt haben. Und das müssen wir auch wieder auf die Platte kriegen. Und wir müssen endlich auch zu Torchancen kommen und die auch zu Ende spielen. Danke dir.